So, willkommen zu einer weiteren Tutorial-Reihe oder zu der ersten Tutorial-Reihe, beziehungsweise eine weitergeführte Tutorial-Reihe, und zwar Plugins, Server etc. Und ja, ich wollte damit jetzt mal wieder anfangen und gleich mal vorweg, die Qualität ist ja jetzt nicht so besonders wahrscheinlich, weil ich immer noch im Praktikum bin, aber ich hatte keinen. Wollte unbedingt mal aufnehmen. Und falls die Qualität zu schlecht ist, dass man mich nicht versteht, dann mache ich Untertitel oder sowas rein. Mal sehen. Genau. Diesmal werde ich euch zeigen, wie man einen Vanilla-Server erstellt und konfiguriert und sonst was. Beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich sein, wie man einen Bucket-Server macht. Also der Unterschied zwischen Vanilla und Bucket ist eben, dass ein Vanilla-Server keine Plugins unterstützt. Dafür kann man auf einem Vanilla-Server mehr Mods installieren. Also müsst ihr eben wissen, was da für euren Server das Beste ist. Genau, fangen wir direkt mal an. Also, ihr braucht dazu erstmal ein bestimmtes Programm. Dazu müsst ihr einen Account, einen, ja, ich sag jetzt mal Premium-Account, also ein gekauftes Minecraft haben. Und ja, da klickt ihr hier auf Download Now. Und jetzt habt ihr hier Multiplayer-Server. Da gibt es einmal die Server-Exe und einmal die Server-Jar. Ich nehme meistens die Server-Jar, weil man dort auch Mods installieren kann. Bei der Server-Exe geht das nicht. Und wichtig ist, wenn ihr die Server-Jar euch downloadet, dass ihr nicht Internet Explorer benutzt, weil wenn ihr den benutzt, dann wird das nicht als Jar gespeichert, sondern als ZIP-Datei. Keine Ahnung, warum das so ist. War zumindest bei mir vorhin so. Habe ich mich erstmal ganz schön gewundert. Also ihr klickt dann hier auf ja, diese Datei, Datei speichern. Und dann dauert das ein bisschen. Also bei mir dauert es ein bisschen länger, weil mein Internet nicht gerade so das Beste ist gerade. Und dann habt ihr es hier, Zielordner anzeigen. Genau. Diese könnt ihr jetzt. Was ist denn hier drinne? Oh. Okay, hier ist schon ein Versuch drinne. Den habe ich jetzt einfach mal weggemacht. Ihr nehmt die auf jeden Fall und legt die hier rein. Also es ist wichtig, dass ihr euch einen neuen Ordner erstellt, das nicht einfach auf dem Desktop macht, weil hier werden noch mehr Dateien generiert werden. Genau. Ja. Jetzt müsst ihr einfach nur anklicken und jetzt wird das eben gestartet, das Programm. Und jetzt hier an der Seite sieht man, dass das jetzt hier alles, ja, hier wird jetzt gerade die Area gebildet, also die Landschaft wird jetzt hier gerade generiert. Ja, also das ist dann das Log, also das, ja, der Log, wo ihr dann seht, wenn zum Beispiel ein Spieler irgendeinen Mist gemacht hat, also zum Beispiel irgendeinen Befehl eingegeben hat, den er gar nicht soll, dann seht ihr das alles hier. Genau. Jetzt könnt ihr das aber auch erstmal wieder stoppen, weil wir jetzt erstmal noch ein bisschen was einstellen müssen. Also stoppt den Server. Speichert die Spieler, speichert die Welt und speichert die Chance für die verschiedenen, ja, Welten. Genau. Kommen wir jetzt mal zu den verschiedenen Dateien, die sich jetzt hier gebildet haben. Also die sind ja jetzt entstanden, als wir das angeklickt haben. World, das ist die Welt, also die sich da generiert hat. Hier. Also da könnt ihr auch eine Singleplayer-Map nehmen, wenn ihr eine im Multiplayer spielen wollt. Genau. Band-IPs, wenn irgendein Spieler auf eurem Server Mist gebaut hat und ihr wollt ihn nicht mehr auf dem Server haben, dann könnt ihr den bannen und das wird dann hier in dieser Liste hier eingetragen werden. Im Moment steht hier nichts drin, bei mir waren im Moment alle artig, beziehungsweise war keiner drauf, aber egal. Banned Players ist sowas ähnliches, nur eben, dass der Spielername gebannt wird und nicht die IP. Ist eben ein bisschen ungünstig bei Cracked-Servern, weil da kann man ja seinen Namen ändern. Genau. Dann hier OPS ist. Da werden die OPs eingetragen. Da kann ich mich gleich mal eintragen. Genau. Und die haben dann eben Admin-Rechte. Genau. Bei der Server-Datei, also das ist die Log-Datei, die man auch sieht, wenn man. Das Ding hier startet. Also da hier steht ja zum Beispiel, dass eine Spawn Area gebildet wurde. Genau. Also steht jetzt noch nichts Weltbewegendes drin im Moment. Hierzu kommen wir gleich. Was haben wir jetzt hier?
Ich hoffe, die Aufnahme ist immer noch an. Okay. Dann hier die Whitelist. Das ist sozusagen, wenn ihr einen Privatserver haben wollt, könnt ihr in die Whitelist die Namen eintragen, die auf den Server drauf dürfen. Genau. Jetzt kommen wir zu dieser Datei hier. Das ist einfach nur eine Textdatei, also könnt ihr die einfach mit Rechtsklick öffnen mit Editor öffnen. Genau. Und genau. Also hier sind jetzt die ganzen Einstellungen, die ihr für euren Server treffen könnt. Da hätten wir jetzt zum einen, also hier steht erstmal, dass heute der Montag ist, der 21. um 19:30 Uhr und 15 Sekunden danach, da wurde der erstellt. Genau. Bei den Generator Settings kommt rein, wie, bei den Generator Settings kommt rein, wenn ihr zum Beispiel eine Flatmap erstellt habt, kann man ja auch jetzt im Singleplayer, was für Schichten da sein sollen. Genau. Beim Low Nether könnt ihr einstellen, ob der Nether gebildet werden soll. Bei Level Name könnt ihr den Namen der Welt eintragen. Wichtig ist dabei, wenn ihr zum Beispiel eine Singleplayer-Map habt und ihr wollt die im Multiplayer-Map spielen, muss der Ordner der Singleplayer-Map den gleichen Namen haben wie der Level Name, weil sonst wird die Map nicht verwendet. Enable Query. Weiß ich nicht genau, was das bringt, habe ich bisher nicht gebraucht. Ich glaube, das war irgendwas mit so einer Umfrage, ich weiß es aber nicht genau. Allow Flight ist zum Beispiel, wenn ihr Zombies, also wenn ihr nicht wollt, dass Spieler durch Mods oder sonst was auf eurem Server fliegen können, also zum Beispiel Zombies Mod, da gibt es ja die Möglichkeit zu fliegen, auch ohne Admin-Rechte. Und das kann man eben hier unterbinden, zumindest. Wenn der Spieler eine bestimmte Höhe erreicht hat, dann wird er vom Server gekickt. Bei Serverports könnt ihr einen beliebigen Port eintragen, über den der Server dann laufen soll. Zum Beispiel, also ich glaube, es müssen immer 5 Zahlen sein und ich ändere eigentlich immer nur die letzten beiden. Das reicht eigentlich. 100 Server wird wohl keiner von euch jemals brauchen. Level-Typ kann man, also Default ist eben die normale Minecraft-Welt. Dann große Biome gibt es noch und Flatmap. Ich glaube zumindest, dass es so hieß. Müsst ihr mal schauen, ich werde noch unten in die Beschreibung. Ich werde schon noch unten in die Beschreibung einen Link packen, wo dann angezeigt wird, wo dann steht, was es da alles so für Einstellungen gibt. Enable Aircon habe ich auch keine Ahnung, was das bringt, habe ich bisher auch nicht gebraucht. Level Seed, da könnt ihr ein Seed eintragen, nachdem, also das ein Schema, zum Beispiel Notch ist ein sehr schöner Seed, nachdem dann das die Welt generiert wird. Wenn ihr es leer lasst, wird ein zufälliger Seed verwendet. Und ja, genau. Bei Server IP könnt ihr entweder leer lassen oder eure Hamachi IP eintragen. Dazu kommen wir dann später nochmal. Ja, und das, ja, genau. Je nachdem, wofür ihr den Server verwenden wollt, trefft ihr da einfach gar keine Sache ein, eure Computer-IP oder die von Hamachi. Das hier ist die maximale Bauhöhe, die kann maximal auf diese Zahl gestellt werden. Also nicht höher, sondern nur niedriger. Also 260 wäre zu viel, 250, dann können sie eben noch 250 Blöcke hochbauen. Ich weiß nicht, habe ich bisher noch nicht für nichts gebraucht. Gibt aber bestimmt irgendwelche Verwendungen. Alter. Nein, ich will das jetzt nicht. Mann. Genau. Spawn NPC kann man sich, denke ich, mal denken, ob die Villager gespawnt werden sollen. Genau, Whitelist haben wir ja hier schon gehabt. Hier Whitelist. Das heißt eben, ob es eine Whitelist geben soll oder nicht. Spawn Animals. Ob Tiere auf der Welt gespawnt werden sollen. Da musst du aufpassen, dass du das Richtige eingestellt habt, weil ich habe mal in meiner Let's Play-Welt, als ich auf dem Server gemacht habe, habe ich mal das hier auf False gestellt gehabt und dann waren alle Tiere und sonst was weg. Auch das schöne Höhenschaf. Genau. Dann Snooper enabled stelle ich persönlich mal auf False.
weil Snooper ist eben das eine neue Funktion in Minecraft, die überwacht eben das Minecraft ein bisschen und sendet an Mojang Details über den Computer und sonst was, und das mag ich sowas nicht. Also, wenn so, ich persönlich stelle das mal aus, muss man aber nicht ausstellen. Hardcore, man kennt man ja auch aus Singleplayer-Maps, das heißt, wenn man stirbt, dann ist die Map futsch, also weg. In dem Fall ist es natürlich nicht so, dass dann die Map verschwindet, weil es wäre ja doof, wenn einer von, was weiß ich, wenn ihr jetzt einen Server mit 100 Leuten habt und davon einer stirbt, dass dann alle, dass der Server dann sich löscht. Das ist in dem Fall nicht so, sondern der Spieler wird dann vom Server gebannt, also kann nicht mehr auf den Server drauf. Bei Texture Pack, da könnt ihr ein serverübergreifendes Texture Pack festlegen. Es funktioniert folgendermaßen: Ihr müsst, wenn ihr ein Texture Pack gemacht habt oder sonst was, müsst ihr das auf irgendeinen Anbieter hochladen, zum Beispiel Mediafire, und diesen Link müsst ihr dann hier reinstellen, und dann können Spieler mit dem Server Texture Pack spielen. Also sie werden vorher gefragt, möchten sie oder nicht, und dann ja oder nein. Genau. Online Mode, True oder False, ist je nachdem, ob ihr einen Privatserver haben wollt oder nicht. Wenn ihr einen Privatserver haben wollt, dann könnt ihr es auf False stellen, dann können auch gecrackte Versionen drauf. Wenn ihr aufs True stellt, dann ist es eben, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal öffentlicher Server, und da können auch nur dann gekaufte Versionen drauf. Bei PvP True heißt, dass ja, PvP an ist, dass man den anderen Spieler auch schlagen kann. Wenn man das auf False setzt, dann kann man den Gegner zwar schlagen, aber der spürt nichts. Also, ja, wie als wären bei dem Creative-Modus, nur eben das. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Difficulty ist eben, ob auf Peaceful, Easy, Normal oder Hard gespielt wird. Dabei ist 0 Peaceful, 1 Easy, 2 Normal und 3 Hard. Ich lasse es jetzt mal auf Easy. Aktuell. Gut, ich ändere das jetzt einfach mal kurz. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht angehalten. Nein, sie läuft weiter. Okay. Game Mode 0 heißt, dass wenn ein Spieler draufkommt, dann fängt er im Survival-Modus an. Wenn man das auf 1 stellt, dann fängt er im Creative-Modus an. Und wenn man das auf 2 stellt, dann fängt er im Adventure-Modus an. Ich stelle es jetzt mal auf 1. Also Creative. Dann maximale Spieleranzahl, je nachdem wie gut euer Server ist. Also das zeige ich im späteren Video auch mal, und zwar wie man den Server immer RAM zuweist. Das zeige ich aber nicht jetzt. Dazu würde das Video zu lang werden. Das mache ich dann in einem fortlaufenden, folgenden, was auch immer Video. Und ja, also ich stelle das eigentlich meistens auf genau die Anzahl, die auch drauf soll, weil ich eigentlich nur Privatserver vertreibe. Und ja, also ich stelle es mal auf 1, weil ich ja jetzt alleine nur drauf komme. Das ist übrigens noch so, wenn ihr als Admin auf den Server kommt und der Server aber schon voll ist, dann ist es egal. Ihr kommt so oder so auf den Server drauf. Wollte ich nochmal so nebenbei gesagt haben. Spawn Monsters ist eben, ob Monsters gespawnt werden sollen. Also auch wenn ihr zum Beispiel auf Hard spielt, könnt ihr die Monster ausstellen. Das ist eben zum Beispiel, was weiß ich, für Hunger Games ganz nützlich, wenn man nicht will, dass da irgendwelche Monster spawnen. Man aber trotzdem will, dass zum Beispiel schnell der Hunger weggeht oder sonst was. Die Nahrung weggeht, meine ich. Generate Structures ist eben, ob Sachen wie Strongholds, Villager, Dörfern oder sonst was gespawnt werden sollen. Wenn ihr es auf False stellt, dann habt ihr eben eine leere Welt, also nicht leer. Die Welt an sich besteht ja noch. Aber, ja. Da werden eben keine Villager-Dörfer und so gespawnt. Diese Funktion funktioniert zum Beispiel nur, also das ist eine von den Funktionen, die nur funktionieren, wenn man eine neue Welt erstellt. Ich werde dann nochmal kurz durchschauen nachher, welche das alle wären. Genau, View Distance ist eben, wie weit man maximal sehen kann. Habe ich jetzt noch nie dran rumgespielt, weiß ich nicht, wie genau das funktioniert. Und keine Ahnung, Mod D irgendwas, keine Ahnung. Da könnt ihr irgendeinen Text reinschreiben. Ich nenne es jetzt einfach mal. Genau.
So. Könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Das wird dann eben, wenn jemand euren Server in die Serverliste hinzugefügt hat, also in die von sich, dann steht dann da eben der Text, wenn der Server online sein sollte. Genau. Schauen wir jetzt mal kurz durch, was man im Nachhinein noch ändern kann und was man nur ändern kann, wenn man eine neue Welt erstellt. Also ich denke mal, Generator Settings ist klar. Low Nether kann man, glaube ich, auch noch im Nachhinein ändern. Der wird zwar die Welt erstellt, aber man kann eben, ja, das hier nenne ich jetzt einfach mal. Tut. Ja, tut, genau, tut. Tut, so. Das kann im Nachhinein auch nicht mehr geändert werden, weil wenn ihr das ändert, dann wird eine neue Welt erstellt. Also würde im Nachhinein schon änderbar sein, dann müsstet ihr aber auch den Ordner anders nennen. Genau. Enable Query weiß ich nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob man es im Nachhinein ändern kann. Allow Flight kann man im Nachhinein ändern. Server Port kann man auch im Nachhinein ändern. Müsst ihr eben allen, die da drauf sollen, den neuen Port nennen. Level-Typ kann man nicht ändern. Das weiß ich nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Level-Seed kann man nicht im Nachhinein ändern. Server-IP genau das gleiche wie mit dem Port. Maximale Bauhöhe kann man, glaube ich, im Nachhinein ändern. Kann man auch im Nachhinein ändern. Ja. So, mal im Schnelldurchlauf, damit das hier nicht noch 10 Stunden dauert. Genau. Wenn ihr dann fertig seid, geht ihr auf Speichern und dann habt ihr das hier. Den Ordner können wir jetzt löschen, weil wir jetzt uns nochmal alles konfiguriert haben. Und jetzt starten wir das nochmal und die Welt wird jetzt nach unseren Vorstellungen generiert. Genau. Also 9%, 19%, 28%, 36%, 45%, 54%, 62%. Okay, schau auf, ich weiß, es nervt. Ja. Das dauert jetzt noch kurz. Genau, jetzt ist es fertig. Ich bin mir nicht sicher, habe ich die Whitelist angestellt? Nein. Gut, dann könnte ich jetzt einfach drauf. Allerdings, also ich könnte jetzt theoretisch drauf, indem ich Minecraft starte. Ja, Minecraft starte. Indem ich, gut, mich einlogge. Und es dauert. Ach ja, das Warten ist so schön. Und dann hier auf Multiplayer gehe, Direct Connect. Und jetzt könnte ich mich über Localhost einloggen. Mal gucken, was funktioniert. Es sieht gut aus. Ja, also wie schon gesagt, mein Internet ist gerade ein bisschen langsam, deswegen dauert das ein bisschen länger. Ja, und es ruckelt auch ein bisschen. Auch wegen Internetverbindung und wenig RAM. Genau. Das hier wäre jetzt unsere Welt. Können wir es auch ab. Ach, das heißt, es ist voll laut. Genau. So, jetzt zeige ich noch, wie das mit Hamachi funktioniert. Dazu muss man natürlich erstmal Hamachi starten. Hier, genau. Hamachi wird gestartet. Bitte warten Sie einen Moment. Ah, fertig. Okay. Also, ihr müsst jetzt einen. Das hier ist die IP, die ihr eintragen müsst. Also IP4 kopieren. Habe ich einen Server gestoppt? Nee. Immer einen Server vorher stoppen, bevor ihr was ändert. Oder beim Bucket später. Also, letztendlich erkläre ich ja dann Bucket wahrscheinlich. Da könnt ihr auch einfach Reload dann eingeben bei den meisten Sachen. Aber wir sind jetzt beim Vanilla-Server, deswegen machen wir es jetzt hier so. Genau, die tragt ihr hier einfach ein. Dann könnt ihr es auch wieder speichern. Als nächstes erstellt ihr ein neues Web-Netzwerk. Netzwerk-ID ist jetzt einfach mal Tutorial. Gibt es wahrscheinlich schon. Plugin. Bam. Denke ich mal, gibt es noch nicht. Passwort nehme ich jetzt einfach mal irgendwas ganz Simples. 1, 2, 3, 4, 5. Genauso hier nochmal. Und ich erstelle es. Und es. Genau, hier.
Tutorial Plug and Bam. So, und weiter geht's. Ich war gerade mal noch Abendbrot essen. Aber jetzt soll's weitergehen. Und ja, was haben wir bisher gemacht? Wir haben den BAM-Netzwerk-Dings erstellt. Genau. Damit jetzt ein anderer Spieler auf euren Server zugreifen kann, muss er auch Hamachi haben. Und dann über Netzwerk, bestehendes Netzwerk beitreten. Dann muss er die ID eingeben, also in meinem Fall Tutorial Plug in Bam. Bam. So. Und dann beim Passwort, das ist eben das Passwort eingeben, was man vorher ausgewählt hat. Oh. Halt, so. Ja, okay, und in meinem Fall geht es natürlich nicht, weil ich schon Mitglied bin. Aber theoretisch würde jetzt der andere draufkommen und wird dann eben auch auf den Server kommen. Genau. Jetzt noch ein was, und zwar, wenn ihr dann bei Minecraft wieder drinnen seid. Ja. Wenn ihr dann wieder bei. Ah, okay. Dann es. Und dann bei Multiplayer geht, könnt ihr jetzt nicht mehr über Localhost euch einloggen. Zeig das mal kurz. Hier, dann steht nämlich das da. Sondern ihr müsst jetzt eure Hamachi-IP eintragen. Ist ein bisschen umständlicher, aber nicht wirklich viel. So. Die tragt jetzt hier ein. Dann Doppelpunkt 25565. Oder den Port, den ihr eben gewählt habt. Das muss der andere, der da drauf ist, muss jeder machen, der drauf will. Der muss so ein Port, muss das so hier eingeben, also die IP, Doppelpunkt und dann den Port. Und dann, ah, okay, ich muss natürlich den Server erstmal starten, aber dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Genau. So, gibt es noch irgendwas zu sagen? Nö, das war's dann auch schon, ne? Also, ja, genau. Und dann würde ich sagen, bis zu einem nächsten Mal, also im Let's Play oder einem weiteren Tutorial oder vielleicht auch mal in einem LPT, keine Ahnung. Also LPT können gerne, würde mich freuen. Schreibt einfach PN. Und ja, genau. Also, dann würde ich sagen, ciao Leute, ne?